Moin Leute, so jetzt wird es ernst, jetzt wird es wirklich ernst. Also ich stehe hier auf unserer netten kleinen Dachterrasse und nachher gibt es ein paar Bilder, dann könnt ihr sehen, was hier los ist und warum das alles hier so ein bisschen anders muss und soll und kann. Ja, wir haben ein bisschen Geld ausgegeben, haben Holz gekauft und das wird hier hoffentlich eine richtig geile Sache. Aber ihr könnt euch erstmal die Bilder angucken, was denn hier los war letzten Herbst. So. Wie es hier aussieht. Wir haben diese schönen Matten hier drauf und drunter Vlies. Und eigentlich ist das die richtige Bauweise, aber wir haben ein anderes Gefälle jetzt drin. Jetzt haut das nicht mehr hin, da wir die Dämmung schon mal neu machen mussten. So, jetzt ist der Plan, Terrasse, komplette Erneuerung. Das heißt, der Belag, erstmal den Vlies raus, damit die Vliesgeschwindigkeit wieder da ist. Provisorisch die Matten für den Winter da drauf und dann über den Winter hin Matten runter, schöne Unterkonstruktion, Holz, ganzen Fußboden komplett Holz. So, die Bierische Lärche, irgend sowas. Aber jetzt müssen wir erstmal Schadensbegrenzung machen hier, damit es durch den Winter geht. So geht es nicht. Das ist hier alles, die läuft ja nicht. Das steht hier. Dadurch, dass wir die Dämmung reingebaut haben, sind wir ein bisschen höher gekommen, haben nicht mehr ganz so viel Neigung drin. Und der Vlies ist eigentlich wichtig, mechanischer Schutz für die Folie unten, aber es nützt nichts. Wenn das Wasser da drauf steht und im Winter friert, irgendwelche Ausdehnungen, das haut uns die Plane womöglich kaputt. So, das heißt erstmal alle Matten hoch, Vlies raus, alle Matten rauf, vor allem vorher noch sauber machen und, ja, und zum Teil wahrscheinlich rausschneiden. Brauchen wir Messer, viel Messer. Das ist echt ein Spielchen für sich. So, ein bisschen eingenässt, fließ es raus und kann da hinten schon sehen, dass das ist natürlich ein sehr geringes Gefälle. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das so über den Winter geht. So, die Plane, da machen wir keinen Kopf, das sieht alles gut aus. Ja, und dann geht's weiter. Also, ja, unsere geliebte Dachterrasse. Schönste Grillveranstaltung, hier in der Sonne sitzen, ist einfach mega. Und jetzt haben wir das Problem, dass das hier eben alles nicht mehr so ganz hinhaut. Und jetzt machen wir es neu, aber jetzt machen wir es gleich richtig neu. Wir sollen eine richtig geniale Holzterrasse, in so ein bisschen Nordseestil, maritime Geschichte, irgendwie so in der Richtung entstehen. Ein paar Ideen haben wir uns aus Skandinavien, auch Dänemark, so die Bereiche so abgeguckt. Mal gucken, was wir da alles hinkriegen. Geht jetzt los. Also das Wetter gibt das her und ja, ne? Hacken in Kies oder wie? In diesem Sinne,
Attacke. Ja, also noch kurz angemerkt, also da werden jetzt einige Berichte dazu kommen. Das wird jetzt fortlaufend hier hoffentlich einigermaßen auch witterungstechnisch vorwärts gehen. Und ja, dann werden wir berichten, wie sich das Ganze hier entwickelt. Und ich habe eigentlich richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird eine richtig geile Kiste. Wir haben uns auch pflanztechnisch einige Sachen hier überlegt. Und ich glaube, das wird so ein richtig geiles Megaprojekt. Also bleibt dran, guckt rein und viel Spaß dabei. Tschüss.